Focal Price? Was zur Hölle soll das sein? Vor einiger Zeit gab es auf YouTube einen richtigen Focal Price Hype. Da gab es da dann wirklich zig Videos über Focal Price, ob das Ganze wirklich funktioniert, wieso die Preise so günstig sind und, und. Und ich bekomme auch jetzt immer wieder Fragen zu meinen Videos über Focal Price Unboxing und Reviews, ob das wirklich funktioniert, wobei ich mich frage, wieso ihr das eigentlich fragt, weil ihr seht ja in den Videos, dass es funktioniert hat. Aber ich dachte mir, ich stelle euch einfach Focal Price nochmal ein bisschen näher vor, zeige euch, was es auf der Homepage so alles gibt und erkläre euch auch ein bisschen was dazu. Also wieso funktioniert das Ganze so günstig und ja, fangen wir einfach mal an. Also ihr seht, oder seht ihr nicht, je nachdem, ob ihr jetzt schon ein bisschen mehr über Focal Price wisst oder nicht, das Design hat sich grundlegend verändert. Also es hat sich einiges getan in letzter Zeit bei Focal Price, vor allem, wie gesagt, am Design her. Der Aufbau hat sich wenig verändert, aber eben von den Grafiken her. Also das Ganze sieht viel freundlicher aus als vorher. Das war vorher ein bisschen platt, jetzt ist das Ganze schön grafisch aufgebaut. Also das sieht doch wirklich richtig gut aus. So, Focal Price. Was ist Focal Price überhaupt? Ja, Focal Price ist ein Anbieter, also ein Online-Shop sozusagen, der Merchandising-Produkte oder auch elektronische Produkte, also so gut wie alles eigentlich, wirklich so gut wie alles, online verkauft. Das bedeutet, die haben wahrscheinlich irgendwo, ich weiß nicht, wo die Firma einen Hauptsitz hat, ein Lager, ein Riesenlager garantiert oder auch verteilt auf verschiedene Länder oder Lager, wo die diese ganzen Produkte lagern und dann über den Online-Shop verkaufen. Und was ist das Besondere an Focal Price? Wieso reden so viele darüber oder warum benutzen so viele Focal Price? Die Preise sind sehr, sehr günstig. Also hier sehen wir jetzt die Preise in Dollar. Das müsst ihr ja nochmal umrechnen, weil ihr zahlt ja Euro. Das ist also nochmal ein bisschen weniger, je nachdem wie viel. Bei 5 Euro dürfte das nochmal vielleicht 50 Cent sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Kurse sind. Aber es ist schon mal nochmal ein bisschen weniger in Euro. Hier werden die Preise in Dollar angezeigt. Focal Price ist schnell. Also dafür, dass die meisten Produkte wirklich aus Hongkong kommen, also das ist ziemlich weit weg, wie ihr euch sicher denken könnt, ist das Ganze recht schnell. Also es kann sein, 2 Wochen Minimum oder sagen wir mal 1 Woche Minimum, weil es geht auch manchmal wirklich recht schnell. Aber 2 Wochen sollte man schon immer veranschlagen für die Wartezeit, bis die Produkte dann auch da sind. Aber das ist eigentlich ziemlich ruckzuck, möchte ich mal behaupten, für das, dass teilweise wirklich die Produkte auch übers Schiff kommen oder übers Flugzeug nach Deutschland eingeflogen werden. Ist das eine recht schöne Zeit. Ja, und die Preise, wieso sind die denn so günstig? Wie kann man das machen? Ihr seht hier zum Beispiel direkt mal, als wirklich ein Top-Seller sind die iPhone- bzw. Apple-Kopfhörer. Das werden jetzt wahrscheinlich natürlich nicht die Originalen sein, das ist klar. Aber ich kann euch vergewissern, ich habe das schon von vielen gehört, dass diese Kopfhörer von der Qualität her genau gleich sind wie die von Apple. Der einzige Unterschied ist, dass da, glaube ich, nicht Apple draufsteht. Die haben genauso ein Mikrofon und auch die Tasten zum Weiterschalten. Also ihr seht hier Excellent Third Generation. Also das sind die schon mit dem Mikrofon und mit den Tasten am Kabel. Und die kosten hier $2,39. Und wie funktioniert das? Ganz einfach einmal, das sind No-Name-Produkte. Aber ihr dürft euch jetzt nicht irgendwie wundern oder sowas. No-Name heißt nicht immer schlecht. Es ist wirklich so, No-Name ist nicht immer schlecht. Es gibt genauso No-Name-Produkte, die wirklich super Qualität haben. Und da gibt es auf Focal Price einiges von. Zum Beispiel diese Kopfhörer, die kosten jetzt $2,39. Und das Einzige, was da einfach anders ist, da steht nicht Apple drauf. Da ist kein Apple-Logo drauf, soweit ich weiß. Ansonsten ist das wirklich genauso hochwertig. Und die neuen Apple-Kopfhörer kosten, glaube ich, 15 Euro. Wenn es nicht stimmt, ich blende es hier mal ein, wie der wirkliche Preis ist. Ich schaue das später nochmal. Und die hier kosten $2,39. Und wie funktioniert das? Einmal, wie gesagt, das Logo ist nicht drauf. Das heißt, man zahlt nicht für irgendeine Firma dazu. Dann die Produktion ist natürlich günstiger. Das heißt, die Materialien werden anders hergestellt, werden in Massen hergestellt, also wirklich in Massen. Und je mehr natürlich produziert wird, desto günstiger kann das Ganze auch dann verkauft werden. Und auch an sich, die Produkte werden wirklich in Massen produziert, nicht nur die einzelnen Teile, sondern die Produkte selbst werden in Massen produziert. Und somit sind dann wirklich diese günstigen Preise möglich. Ihr seht hier zum Beispiel einen Mini-MP3-Player, das sieht aus wie der iPod Shuffle, ist natürlich nicht der iPod Shuffle, aber er funktioniert genauso. Also er ist von der Qualität, möchte ich jetzt sagen, natürlich vom Äußeren, aber von der Wiedergabequalität nicht viel anders, kostet hier jetzt $6,62. Wovon ich euch jetzt einfach mal abraten würde, sind Handys. Also Handys würde ich jetzt über Focal Price nicht kaufen, ganz einfach, wie sieht es da mit der Garantie aus, das ist immer so eine Sache.
Und natürlich sind die meisten Produkte auf Focal Price auch keine Originalprodukte. Es sind alles Nachmachungen. Also ihr seht ja hier zum Beispiel der MP3-Player, sieht aus wie der Shuffle. Ist natürlich nicht von Apple, das ist von einer anderen Firma, die einfach das Design übernommen hat. Die Handys wage ich jetzt auch zu bezweifeln, dass das hier, ihr seht es ja auch am Menü oder an dem Design an sich, die sehen gleich aus, haben aber ein ganz anderes Display. Also Handys würde ich mich jetzt nicht verleiten lassen, bei Focal Price was zu kaufen. Aber ansonsten Micro-SD-Karten. Es sind Micro-SD-Karten, was soll da groß anders sein? Also vielleicht sind sie ein bisschen langsamer als qualitativ hochwertige, aber die tun es genauso. Das Weitere, was an Focal Price wirklich richtig, richtig genial ist, ist Free Shipping. Das habe ich gerade eben schon erwähnt. Die meisten Produkte kommen von weit weg. Die werden dann Shipping eben verschifft, also kommen in Containern in Deutschland an oder auch per Flugzeug, je nachdem. Ihr seht es ja hier an diesem kleinen Icon per Flugzeug. Und es das heißt, ihr zahlt kein Porto. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt Kopfhörer kauft für vielleicht 3 Dollar jetzt und zahlt dann noch, was weiß ich, 10 Dollar allein Porto für die Transportkosten. Das ist kostenlos. Ihr zahlt nur das Produkt selber. Ihr seht hier überall, nicht bei allen Produkten, das ist ganz klar zu sagen, aber bei wirklich fast den meisten. Ich möchte behaupten, bei über 80%. Seht ihr hier unten Free Shipping. Das steht unter den ganzen Produkten drunter. Ob das free verschippt wird, also kostenlos verschifft oder eben versendet. Und das ist wirklich genial, weil ihr könnt dann hier, was weiß ich, was kaufen im Wert von 20 Dollar, kauft das dann und kriegt das zugeschickt, müsst aber einfach kein Porto zahlen. So, Focal Price hat auch ein richtig nettes Gadget, möchte ich jetzt mal sagen. Und zwar, wenn wir hier mal auf unser Account gehen, My Account, der sieht vom Design her noch nicht so schön aus, den haben sie noch nicht ganz angepasst. Dann haben wir hier irgendwo Points and Rewards. Und das ist hier, ihr seht es, My Points. Das bedeutet, wenn ihr etwas kauft, dann bekommt ihr für dieses Geld Punkte. Und ihr seht jetzt, ich habe hier 105 Punkte. Und damit kann ich mir jetzt irgendwelche Geschenke sozusagen kaufen oder Rabatte, sagen wir jetzt mal. Ihr seht hier 99 Punkte, ihr seht hier 55 Punkte, hier 55 und 99, kriege ich zum Beispiel 2%. Das heißt, wenn ich mir jetzt etwas kaufe für 10 Dollar und hole mir diesen Coupon für meine Punkte, ich habe ja hier 105, also 99 würde reichen, kriege ich auf diese 10 Dollar nochmal 2%. Natürlich, je mehr ihr wartet, desto höher ist das Ganze. Also ihr seht hier, für 1900 Punkte kriege ich jetzt bei einem Kauf von 20 Dollar wirklich 50% geschenkt. Das heißt, Kauf 20, zahlt 10 sozusagen in dem Fall. Also das ist wirklich richtig, richtig eine nette Sache. Und das verleitet auch ein bisschen dann was zu kaufen. Man kauft dann vielleicht was, wo man eigentlich nicht braucht. Aber man kann es ja mal gebrauchen. So denken ja die meisten, so denke auch ich. Und vor allem Cases, also das ist ja immer ein ganz großes Thema bei Cases für den iPod, für das iPhone oder was auch immer. Das muss ja alles geschützt werden. Kaufe ich mir da jetzt ein Case für 30 Euro? Kann man machen. Wenn man natürlich auf Qualität Wert legt, sollte man das auch tun. Aber ich kann euch ja mal zeigen, iPod Touch Cases. Schauen wir einfach mal, was es da momentan so gibt. Gut, gibt's nicht. Machen wir einfach mal hier iPod Touch. iPod Touch. So, hier haben wir jetzt Cases. Ihr seht, die kosten 1,85 Dollar. Und ich habe mir da mal 3 Stück bestellt und habe auch ein Review dazu gemacht. Ich werde dieses Video mal hier oben rechts verlinken. Die sind wirklich gut. Also die sind wirklich, für den Preis kann man da einfach nicht meckern. Die halten, sind richtig gut ausgeschnitten, das passt also alles. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist die knicken, weil dann blättert nämlich die Farbe ein bisschen ab und das Ganze reißt hier ein. Also die Farbe reißt ein, nicht das Case an sich, die Farbe reißt ein. Sieht halt nicht mehr so schön aus, schützt aber immer noch. Also ich weiß nicht, ein Case sollte man eigentlich so oder so nicht knicken, von daher ist es eigentlich keine wichtige Information. Aber das ist das Einzige, was ich an diesen Cases zu bemängeln habe, dass man den nicht knicken soll. Macht man ja eigentlich auch nicht. Genauso sind hier diese Ladegeräte. Hier ist mit Solar, die kosten hier jetzt 8 Dollar ungefähr, 10 Dollar, je nachdem, ob ihr jetzt ein doch ein bisschen besseres Modell kauft. Und das funktioniert wirklich. Also, ihr könnt jetzt dieses Teil an euren iPod anschließen und der wird dann über Strom oder über Sonnenlicht wird er dann aufgeladen. Ich selber habe mir auch eins gekauft. Das sehen wir jetzt hier gerade nicht. Gehen wir mal zurück. Hier war es. Das hier, das habe ich mir gekauft für 7 Dollar. Das wird aufgeladen über USB an dem Netzschluss oder einfach an einem USB-Anschluss wird das aufgeladen. Anhand der Pfeile seht ihr, wie weit es aufgeladen ist. Und irgendwann, wenn ihr unterwegs seid, schließt ihr das einfach an euren iPod an
und der iPod wird von diesem Gerät her aufgeladen. Das kostet jetzt hier $7. Das Ganze gibt es auch im Originalen, sage ich jetzt, für $40. Das hält natürlich auch ein bisschen länger. Also mit diesem hier kriegt man den iPod vielleicht mal zur Hälfte wieder voll. Aber wer nicht wirklich ein Hardcore-iPod-Musikhörer ist, dem reichen 50% locker. Also da sehe ich jetzt nicht ein, mir eins zu kaufen für 40 Euro, wenn es auch was für $7 tut, das dann zu 50% den iPod wieder auflädt. Und genauso kann man den ja dann auch aufladen. Das heißt, ihr könntet theoretisch jetzt dieses hier an den iPod anschließen und dann dieses hier wieder an den Strom. Aber ihr werdet dann sehen, die LEDs, die wackeln da ein bisschen. Also ist keine gute Idee. Lasst das am besten. Ihr seht, hier gibt es wirklich alles. Hier gibt es sogar, wie wir sehen, hier Plastikwaffen. Hier gibt es diese Uhr, die ich mal von einer anderen Firma zur Verfügung gestellt bekommen habe. Gibt es hier auch. Dann haben wir hier Xbox-Controller, PSP-Cases, PSP-Bildschirme, Kameras. Was weiß ich, Handys, Rucksäcke, Webcams, Camcorder, Laser auch, die wirklich auch sehr schön funktionieren, kann ich euch so sagen. Navigationsgeräte und was weiß ich, es gibt hier wirklich alles. Zum Beispiel, ihr seht hier Touchscreen for iPhone. Das heißt, wenn euer Touchscreen kaputt ist von einem iPhone 3GS und ihr traut euch es aufzumachen selber, kauft ihr euch einfach das Teil hier, tauscht es aus und dann funktioniert euer Touchscreen wieder. Total easy, wenn man weiß, wie es geht. Ich kann es nicht. Und das ist einfach, das ist jetzt nicht das Einzige. Es gibt hier wirklich auch viele, viele Chipsachen, also Chipsätze, die ihr kaufen könnt. Zum Beispiel auch für den Xbox-Controller gibt es einzelne Teile, zum Beispiel einfach neue einzelne Drücker. Wenn die Drücker kaputt sind, kann man die einzeln austauschen. Und das, meine Damen und Herren, ist Focal Price. Es ist wirklich eine super Seite, also ich würde euch raten, da mal drauf zu schauen. Vielleicht gibt es da was Interessantes. Ihr habt auch hier ein Seitenmenü, wo ihr wirklich alles findet, was ihr braucht. Es ist halt Englisch. Ihr solltet also Englischkenntnisse haben, sonst googelt ihr euch einfach mal durch. Gibt ja auch genug Übersetzer. Zur Zahlungsmethode noch vielleicht kurz, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Könnte ich, aber es ist unnötig. Ihr könnt mit so gut wie allem zahlen. Also ihr könnt mit Kreditkarte zahlen, ihr könnt über PayPal zahlen, ihr könnt natürlich eine Überweisung zahlen. Was gibt es da noch? Click and Buy, glaube ich. Also es, eigentlich muss man das gar nicht sagen, ihr könnt wirklich bezahlen. Also es ist egal, was ihr habt, ihr könnt es zahlen. Allein schon Überweisung ist ja eine super Sache. Hier haben wir noch den 99 $, oder 99 Cent, heißt ja auch so im amerikanischen Store. Das ist alles 99 Cent Store, also wirklich günstige Sachen, die dann meistens auch ein bisschen billig sind. Das muss man dann schon sagen. Ja, hier zum Beispiel ein Fotoframe, sieht ein bisschen aus wie der neue iPod Nano. Oder irgendwie Taschenlampen, die jetzt wirklich vom Design her nicht so schön sind. Aber die tun's wirklich. Zum Beispiel das hier, das hat mein Bruder für sein Handy, das war da dabei, das kostet extra, glaube ich, im Mediamarkt um die 25 Euro, hier sind es $20, also das ist immer noch günstig. Also ich kann es euch, wie gesagt, einfach mal ans Herz legen. New Arrivals heißt einfach neue Produkte, die dazugekommen sind im neuen Sortiment. Hier seht ihr auch Kissen von Hello Kitty, en masse heißt jetzt im Schwäbische, also wirklich ein Haufen Hello Kitty Zeug gibt es da. Ihr seht, was haben wir hier, Objektive, Messer, also Cuttermesser, Antennen, was sind das? Penfishing, also hier Angelrouten. Sorry, war gerade mein iPod. PSP, was weiß ich, was es alles gibt. Es gibt wirklich Lüfter. Topseller ist dann natürlich meist verkauft. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Uhren, USB-Anschlüsse. Diese hier, diese USB-Anschlüsse übrigens noch ganz schnell. Die sind ganz gleich hochwertig. Der einzige Unterschied ist, dass das Apple-Logo nicht drauf ist. Aber ich glaube, ich sehe, es ist sogar drauf. Nee, ihr seht, hier ist kein Apple-Logo, sondern dieses Zeichen. Und die sind aber wirklich von der Qualität genauso gut. Also, ich habe hier eins von Apple. Das ist von Apple wirklich. Das ist qualitativ hochwertig. Da reißt das Kabel ein. Das ist wahrscheinlich bei euch vielleicht auch, wenn ihr mal am Kabel zieht, reißt das ein bisschen ein. Wird bei denen hier genauso sein. Aber es ist von der Qualität gleich gut. So, soviel zum Focal Price. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, dürft ihr natürlich diese stellen. Ich werde versuchen, die zu beantworten. Wenn ihr Fragen zu einem anderen Thema habt, dürft ihr mir diese natürlich per E-Mail zukommen lassen oder per PN auf YouTube. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen, hören, schreiben uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.